Ah, wir hatten gerade wieder sowas wie eine Vision oder Traum. Und zwar von einer Gruppe Schatten, die um unsere Bahre herum aufgetaucht sind. All diese Metallbahre, auf der wir reingekarrt wurden in die Leichenhalle. Ah, aber ob das jetzt eine Erinnerung ist oder ob das tatsächlich gerade passiert ist, ist schwer zu sagen. Aber gut, wo sind wir jetzt? Wir sind in einer kleinen Kammer, die zugemauert ist. Also zumindest ein Teil davon. Und wir haben einen Sarkophag. Dieser Sarkophag scheint hier schon seit Jahrhunderten zu stehen. Er hat keinen Deckel. Die Außenseite scheint aus massivem Stein zu sein. Ja gut, der Spion meinte ja, dass man sich hier drin gut ausruhen kann. Also nehmen wir es auf jeden Fall als kleine Rückzugsmöglichkeit. Schon gut. Wer weiß, was da draußen los ist. So, hier haben wir noch ein paar Münzen und eine Nachricht. Oh weia, unser Inventar müssten wir echt langsam ein bisschen sortieren. Oder einen Händler aufsuchen. Wo ist die Nachricht? Da ist die Nachricht. Pens Nachricht. Diese Nachricht wurde mit bemerkenswerter Kunstfertigkeit auf feines Pergament geschrieben. Wachses. Wenn du dies liest, bist du zweifellos mit deiner Aufgabe gescheitert und gezwungen gewesen, den Fluchtweg einzuschlagen, den ich vorbereitet habe. Ich habe dir gesagt, dass deine kleine Verkleidungsidee lächerlich war. Auf jeden Fall musst du dich eine Zeit lang ruhig verhalten. Die Staubmenschen lassen sich vielleicht hereinlegen, aber sie sind keine Narren und sie werden sicher Rache für unser Eindringen suchen. Ich habe dir ein paar Münzen zurückgelassen. Sichere dir mit ihrer Hilfe ein Versteck im Stock, wenn möglich am Lumpensammlerplatz. Die Staubmenschen werden dort nicht gerne nach dir suchen. Wenn du dir ein neues Versteck gesichert hast, habe ich eine neue Mission für dich. Finde heraus, wo Ferret all die Leichen herbekommt, die er an die Leichenhalle liefert. Offensichtlich ärgern sich die Staubmenschen ganz schön darüber und ich hätte selbst auch nichts dagegen, es zu erfahren. Man erzählt sich, dass dieser steingesichtige Staubmensch in der Bar zum Staubfänger, ich glaube der Name heißt der eingeweihte Emmerich, Suchen ausgeschickt hat, um die Bewegung Ferrets überwachen zu lassen. Sieh doch mal zu, ob du herausfinden kannst, wie weit er gekommen ist und ob du seine Bemühungen behindern kannst, bis wir mehr über Ferrets Aktivitäten wissen. Ich möchte nicht, dass Emmerich etwas herausfindet, bevor wir das tun. Pen. Ha, okay. Also dieser Waxis ist dann wohl der Spion drin, der sich als Zombie getarnt hat. Pen wird sein Auftraggeber sein, für den wir uns ja ausgegeben haben, oder zumindest einer der Gehilfen von ihm. Und die restlichen Sachen, mit denen können wir noch nicht allzu viel anfangen, weil wir wissen weder, wo eine Bar ist, noch wo dieser Stein, nee, Lumpensammlerplatz ist. Aber ja, die Nachricht können wir erstmal so im Hinterkopf behalten. Und Ferret scheint wirklich sehr im Zentrum der Geschehnisse zu stehen, wenn auch diese Gruppierung nach ihm sucht, oder zumindest nach Informationen über ihn. Na gut. So, jetzt gehen wir mal ein paar Sachen an Morte weiter. Wie auch immer, ein fliegender Schädel das alles transportiert, aber das hinterfragen wir mal einfach nicht, sondern wir drücken ihm einfach alles in die Hand. So, einer der Ohrringe war magisch, genau. Und der andere war einfach nur zum Verkaufen. Oh, wir könnten den Knochentalisman behalten. Das ist ja praktisch. Irgendwie habe ich damit gerechnet, dass sobald wir das Portal benutzen, der Talisman auch verschwindet, aber so scheinen die Portale nicht zu funktionieren. Man braucht den Gegenstand nur einmal, hält ihn dann hoch und dann war's das. Aber sollte man trotzdem behalten, falls wir durch das Portal auch irgendwie zurückreisen wollen, wenn das denn geht. So, und der Rest sind alles nur wichtige Nachrichten. Wobei, fraglich ist, ob wir die Nachricht überhaupt noch brauchen, jetzt wo wir die Leichenhalle hinter uns gelassen haben. Dieses Staubbuch zum Beispiel, wo beschrieben wird, wie man die Skelette drin auseinander nimmt. Ich denke nicht, dass wir das außerhalb nochmal brauchen werden. Aber vielleicht gibt uns ja ein Händler ein paar Kupfermünzen dafür. So, dann wagen wir uns doch mal raus da. Sonnenlicht, wenn das denn eine Sonne ist. Und die Stadt sieht ja auch ziemlich skurril aus. Also die ist ja in die Entfernung hin nach oben gewachsen. Aber gut, bisher bekommen wir davon nichts mit. Wir haben festen Grund unter den Füßen. Wir fallen nirgendwo hin. Alles gut. Also hier ist jetzt die Krypta, wo wir gerade rausgekommen sind. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Und hier stehen überall Menschen rum.
Oder zumindest Humanoide. Keine wandelnden Leichname. Kühl hier deine Fersenschleifer. Na gut, nee, erstmal sollten wir uns ein bisschen unauffällig verhalten und uns hier weiter umsehen. Denn irgendwo wird hier auch die Leichenhalle wahrscheinlich sein. Ja, genau. Da ist schon mal ein Staubmensch. Und wir werden angegriffen. So viel zum unauffälligen Verhalten. Nee, du kommst nicht weg. Staub. Genau. Da können die sich drum kümmern. Aber es scheint ja ein raues Pflaster hier zu sein. Wir einfach mitten am Tag, wenn es denn Tag und Nacht gibt, von irgendwelchen Gaunern überfallen werden. Und hier sind noch mehr Staubmenschen. Davon sollten wir uns erstmal fernhalten. Schon gut. Ah, es gibt ja wohl doch Untote. Und wer ist sie? Also ja, sehr komische Gestalten hier draußen. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Erstmal bei ihm hier. Die Anschlagsäule. Dieser vom Schmutz starrende Leiche sieht schlimm aus. Ihre Schultern sind eingesunken und ein Bein ist gebrochen, sodass sie zur Seite gekippt ist. Sie ist von Kopf bis Fuß mit Flecken bedeckt. Nach dem Geruch und dem Aussehen zu urteilen, stammen die Flecken von verfaultem Obst, Schlamm und Vogeldreck. Um dieses entwürdigende Bild zu vervollständigen, wurden Graffitis in die Leiche eingeritzt und Zettel auf Brust, Rücken und Kopf genagelt. Oh, weia. Ja, daher wahrscheinlich sein Name, Anschlagsäule. Es steht einfach nur rum, tut nix und wird bekritzelt. Gucken wir uns mal die Graffiti und die Zettel genauer an. Eine Reihe von Zetteln sind vom Regen zerstört worden, aber einige sind immer noch lesbar. Einer, der an seinem Rücken geheftet ist, ist von einem Büro zur Schädlings- und Seuchenbekämpfung. Der auf seiner Stirn sieht wie eine Restaurantrechnung aus. Einer auf seiner Brust sieht nach einer öffentlichen Bekanntmachung aus und noch ein anderer scheint so eine Art Annonce zu sein. Gucken wir uns mal den Zettel von dem Büro zur Schädling- und Seuchenbekämpfung an. An alle Bürger des Stocks. Also sind wir jetzt doch schon gleich im Stock. Dahl hat ja erzählt, dass wir im Stock nach Ferret suchen sollen. Und wir waren uns nicht sicher, ob der Stock halt ein Stadtteil ist, eine eigene Stadt oder sogar eine andere Ebene. Also an alle Bürger des Stocks, die um einen wohlfeil entlohnte Anstellung bei der höchst geschätzten und großzügigen Regierung von Siegel ersuchen. Anfragen sind zu richten an das Büro zur Schädlings- und Seuchenbekämpfung, das um Hilfe bei der Eindämmung der Schädelrattenplage bittet. Also entweder bin ich jetzt gerade total kirre oder hier sind überall Fehler drin. Es wird ein Kopfgeld gezahlt. Für jeden Rattenschwanz wird Kupfer gezahlt. Die Schwänze müssen echt sein und müssen von Ratten stammen. Schwänze von Katzen, Hunden und Scheusalen werden nicht angenommen. Wir hatten jetzt nicht vor, ihr hier den Schwanz abzuschlagen und das zu verkaufen. Nicht für nur eine Kupfermünze. Büro einige Straßen südlich und westlich des Leichenhallentors im unteren Stock. Anfragen sind zu richten den offiziellen verantwortlichen Inspektor, den ehrenwerten Phineas T. Lord, wie rechnet man das? Also das ist 9. Ist das denn 109? Hätte in Latein besser aufpassen sollen. Na gut, also Kopfgeld. Kopfgeld ist immer gut. Wir werden jeden Schwanz behalten, den wir finden. Gucken wir uns mal die anderen Zettel an. Wir haben da noch eine Menükarte. Irgendjemand hat eine Speisekarte der Bar zum Staubfänger angebracht, aber sie ist unleserlich. Da mit Holzkohle die Worte Bar zur schwelenden Leiche drauf gekritzelt wurden. Also hat irgendjemand Werbung gemacht und die konkurrierende Bar fand das nicht so toll und hat seinen Namen drüber gekritzelt. Bar zur schwelenden Leiche? Plötzlich reißt der Zombie seinen linken Arm hoch und zeigt nach Südosten. Kurz darauf lässt er ihn mit einem Plumps wieder fallen. Also er scheint uns auch zeigen zu können, wo bestimmte Sachen sind. Das ist ja praktisch. Also eine Bar ist schon mal da unten. Und was sagt Morte jetzt? Erinnert mich an einen Job, den ich mal hatte. Er sieht peinlich berührt aus. Naja, ich meine,
Und die Arme. Ja. Wo ist denn die Bar? Da lang. Wo hast du hingezeigt? Ich frage mich, ob das auch mit den anderen Zetteln funktionieren würde. Wir haben noch eine offizielle Bekanntmachung. Das könnte wichtig sein. Öffentliche Mitteilung. Kraft Anordnung des Justizrates und in Übereinstimmung mit der Bürgerschaft von Siegel wird hiermit verkündet, dass diejenigen, die einen registrierten Diener der Staubmenschen entweder durch Inschriften, vorsätzliche Beschädigungen oder durch das Anbringen von Zetteln verunstalten, ein verbrecherischer Angriff verüben und für den Vandalismus zur Rechenschaft gezogen werden, den sie an besagtem Diener angerichtet haben. Auf Anordnung der Halle der Redner. Das muss wohl irgendein Regierungsgebäude sein. Aber gut, wir hatten nicht vor, irgendjemanden mit Zetteln zu bekleistern. Dann bleibt noch ein Anschlag. Gesucht. Kräftige Person, sind wir schon mal nicht, die bereit ist, den Staubmenschen einer wichtigen Ermittlung zu helfen. Angemessene Belohnung nach erfolgreicher Ausführung besagter Aufgabe. Es wurde keine Aufgabe genannt. Interessenten bitte melden beim eingeweihten Noroch in der Bar zum Staubfänger. Schon wieder zum Staubfänger. Fragen wir mal die Anschlagsäule. Der Zombie reißt seinen linken Arm in die Höhe und zeigt nach Westen auf das Gebäude, vor dem du stehst. Ein Augenblick später plumpst der Arm wieder runter. Ja, schön. Also hier ist die eine Bar. Da unten irgendwo die andere. Und in der Bar hier zum Staubfänger soll auch der geweihte irgendwas sein, der auf dem Zettel erwähnt wurde, den wir gefunden haben. Also sollten wir da demnächst mal reingucken. So, an Zetteln waren das jetzt alle. Gucken wir uns mal die Graffitis an. Die Graffitis reichen von Obszönitäten über Staubmenschen bis zu Lobeshymnen auf örtliche Banden. Ein Graffiti erregt dein Interesse. Irgendjemand hat den Namen Ferret in den linken Arm der Leiche eingeritzt und dann mit einem X durchgestrichen. Fragen wir die Anschlagsäule mal, wo Ferret ist. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Plötzlich reißt der Zombie seinen linken Arm hoch und zeigt nach Westen. Und nach unten. Kurz darauf lässt er ihn mit einem Plumps wieder fallen. Die Anschlagsäule hier ist richtig praktisch. Also irgendwo im Westen und unten ist Ferret. Aber wir sollten nicht gleich dahin gehen. Erstmal sollten wir uns ein bisschen umschauen. Vielleicht einen Händler finden, um uns eine bessere Waffen zu holen oder andere Ausrüstungsgegenstände. Denn wer weiß, was uns da erwartet bei dem Ferret. So, das war es jetzt aber an Graffitis und Zetteln. Gucken wir die Leiche mal genauer an. Trotz der vielen Nähte löst sich die verwesende Haut der Leiche an mehreren Stellen ab und gibt einen Blick auf lange Muskelstränge und Knochen frei. Man könnte glauben, dass dieser Zombie als Zielscheibe herhalten musste. Abgesehen von den Obst- und Schlammresten stecken in einigen Rissen der Haut noch immer Steine und Glassplitter. Ein grotesk aussehender Pflasterstein steckt noch immer seitlich in seinem Kopf. Ugh. Ziehen wir den Stein mal raus? Du greifst den Pflasterstein und ziehst ihn aus dem Kopf der Leiche. Hirnmasse und verwesendes Fleisch tropfen langsam davon ab. Ugh. Es sieht so aus, als ob das, was einmal in seinem Kopf war, schon lange zu Schleim geworden ist. Gucken wir ihn nochmal an. Nichts genaueres. Aber wir haben einen Gegenstand bekommen. Kopfstein. Dieser polierte Kopfstein hat im Schädel des Zombies gesteckt. Von ihm tropfen noch immer Überreste von Gehirnmasse. Wir haben inzwischen eine skurrile Sammlung von Gegenständen. Also abgerissenen Arm, Stein, der in dem Kopf feststeckte, eine Fliege, die man runterschluckt. Das wird bestimmt noch interessanter. So, jetzt sprechen wir mit ihr da. Sie muss auch irgendwie wichtig sein, oder zumindest ist sie anders als die anderen. Das andere sind ja wirklich Menschen. Sie sieht nicht menschlich aus.